Es ist Zeit, euch zu erzählen, wer den stärksten Schlag im MMA hat. Es dürfte keine Überraschung sein, aber es handelt sich um Francis Ngannou. Der ehemalige UFC-Schwergewichts-Champion ist 1,93 Meter groß und wiegt für seine Kämpfe beim Limit von 120 Kilo ein. Wenn aber mal kein Kampf ansteht, wiegt der Kameruner auch schnell um die 130 Kilogramm. Er hat im Jahr 2018 bei einer offiziellen Schlagkraftmessung den Rekord gebrochen, nachdem er mit rechts einen Schlag ins Ziel gebracht hat, der mit 93 PS gleichzustellen ist. Technisch gesehen ist es also fast so, als wenn man von einem Kleinwagen bei Höchstgeschwindigkeit erfasst wird. Jetzt stellt euch vor, der Predator versucht euch den Kopf wegzuhauen, wie damals bei Alistair Overeem. Junge, Junge, da möchte man nicht drinstecken. Ihr wollt mehr Facts rund um den MMA-Sport erfahren? Dann schaut gerne auf unseren YouTube-Kanal MMA News Germany vorbei.